Ja, ich habe hier schon manchmal vor dem Altar gestanden und Gott meine Sorgen gebracht. Und das möchte ich heute wieder tun. Das Wort des Tages ist heute ein Gebet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Hände falten und mitbeten. Jesus, du hast gesagt, dass wir zu dir kommen können mit allem, was uns Mühe macht. Ich bringe dir jetzt die Familien, die auf engem Raum zusammen sind und Homeoffice und Spielen und Schulbetreuung unter einen Hut kriegen müssen. Ich bringe dir die Kinder, die den Spielplatz sehen, ihn aber nicht betreten dürfen. Ich bringe dir die Konfirmanden, die sich so auf den Tag der Konfirmation gefreut haben, den wir jetzt verschieben müssen. Ich bringe dir die Sommerfreizeiten, auf die wir uns so gefreut haben, und bitten dich, dass sie stattfinden können. Wir bringen dir die Abiturienten, die jetzt unter erschwerten Bedingungen ihr Abi machen müssen. Ich bringe dir die Brautpaare, die ihre Hochzeit verschieben müssen. Ich bringe dir die Gäste des Mittagstisches, die den wichtigsten Treffpunkt der Woche im Moment nicht haben. Ich bringe dir die Menschen im Altenheim, die Angst davor haben, dass jemand das Virus reinträgt und die isoliert sind. Ich bitte dich für die Menschen, die in pflegerischen und medizinischen Berufen arbeiten. Wir bringen dir die Lkw-Fahrer, die alles tun, damit wir versorgt sind. Ich bringe dir die Betriebe und Firmen in unserer Stadt, die jetzt ihre Aufträge abarbeiten, aber wenig neue bekommen. Ich bringe dir die Firmenchefs, die Ladenbesitzer, die Restaurantinhaber, die Friseure. Ich bringe dir all die Menschen, die Kurzarbeit machen. Ich bringe dir die Menschen, die in Supermärkten und Geschäften arbeiten und sich nicht so schützen können, wie sie es möchten. Wir bringen dir unsere Politiker, die darum ringen, weise Entscheidungen zu treffen. Wir bringen dir unsere Welt, die Länder, in denen sich das Virus besonders schnell ausbreitet: USA, Italien, Spanien, den Iran. Wir legen das alles auf deine Schultern, Jesus. Du hast damals das Kreuz getragen und du trägst auch heute unsere Last. Danke dafür.